Hallo und willkommen zurück hier wieder bei einer Folge Let's Play Elektronik. Wir haben letzte Woche ja Dioden behandelt. Und Dioden an sich, ich habe ja hier ein, zwei kleine Schaltungen aufgebaut mit so einer 1N4148 Standard Siliziumdiode. Und da hatte ich auch so ein Glühlämpchen für diese Versuche. Und ja, so ein Glühlämpchen, das ist ja schon so ein bisschen so Technologie des letzten Jahrtausends. Faktum ist, so ein Glühlämpchen hat einen großen Nachteil. Und zwar, wenn ich das jetzt irgendwie runterwerfe, dann geht es in der Regel kaputt, wenn der Vorführeffekt nicht hier wäre. Und deshalb haben irgendwann mal Leute gedacht, das können wir auf Siliziumbasis, bla bla bla, wie auch immer. Die haben dann einfach ein bisschen mit diesen Dioden probiert und gemacht und getan. Und haben herausgefunden, wenn sie andere Materialien verwenden, dass diese Teile dann leuchten. Gibt es dann auch in verschiedenen Farben, in grün, gelb, rot, blau, alles mögliche. Und sieht dann so aus, dass im Prinzip jede Leuchtdiode eine bestimmte Spannung hat, die drüber abfällt und beim gewissen Strom einfach Licht emittiert. Deswegen LED, lichtemittierende Diode. Und ja, dann gibt es natürlich auch in ultrahell und weiß, wie hier zum Beispiel. Das ist mein Fotolicht, mein selber gebautes. Gibt es natürlich auch in verschiedenen anderen Formen, wie da hinten vor meiner 7-Segment-Anzeige. Ja, was man damit machen kann, beziehungsweise wie man damit überhaupt schafft, dass da Licht rauskommt, ohne die dabei kaputt zu machen, zeige ich euch jetzt hier mal in der Nahaufnahme und schalte dazu mal rein. Bis gleich. Den gesamten Versuch baue ich wieder auf einem Brettboard auf. Um zu zeigen, was ich eigentlich aufbaue, male ich zuerst einen kleinen Schaltplan. Als Ausgangssituation nehmen wir eine Versorgungsspannung von 12 Volt an. Das wäre in etwa die Spannung, mit der wir konfrontiert werden, wenn wir eine LED im Auto einbauen möchten. Damit die Leuchtdiode nicht beschädigt wird, benötigen wir einen Vorwiderstand. Eine LED hat nämlich einen definierten Spannungsabfall. Legen wir mehr Spannung an ihr an, kann sie zerstört werden. Ebenso hat die Diode einen definierten Strom. Beide Werte findet man im Datenblatt. Das wären jetzt typische Werte für eine rote Leuchtdiode. Wenn über die Diode 2 Volt abfallen und die Versorgungsspannung 12 Volt beträgt, bleiben laut Maschensatz für den Widerstand noch 10 Volt übrig. Da der Strom wieder über den ganzen Zweig konstant ist, können wir mit dem Ohmschen Gesetz den Widerstand berechnen. Der rechnerische Wert beträgt 500 Ohm. Ein typischer Widerstandswert wäre nun 470 Ohm oder 560 Ohm. Wir tendieren zum nächst höheren Widerstandswert, um auf der sicheren Seite zu sein und die LED nicht zu beschädigen. Nun betrachten wir die Polarität der LED. Diese hat ein kurzes und ein langes Beinchen. Das kurze Beinchen heißt Kathode und ist der Minuspol. Das lange Beinchen heißt Anode und ist der Pluspol. In der Videobeschreibung ist ein Link zum Doku-Wiki, in dem noch weitere Methoden erklärt sind, wie man die Polarität der LED bestimmen kann. Wir stecken die LED also so ins Brettboard, dass sich die Anode auf der linken Seite befindet. Nun verbinden wir die positive Spannungsschiene, an der 12 Volt anliegen, über den Vorwiderstand von 560 Ohm mit der Anode. Die Kathode der LED verbinden wir über ein Jumperwire mit der Masseschiene. Wie man erkennen kann, leuchtet die LED bereits. Wenn wir diese nun verpolt einstecken, leuchtet sie nicht mehr. Die LED leuchtet nämlich nur in Durchflussrichtung. Das war ein kurzes Video zum Thema Leuchtdioden und der Berechnung des Vorwiderstandes. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video das Leben vieler Leuchtdioden retten kann und wünsche euch noch viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns dann wie gewohnt wieder nächste Woche, Dienstag um 12 Uhr.